Aktivcard Bayerischer Wald, kostenfreies Urlaubsvergnügen im Bayerischen Wald. Familie Baumann plant ihren Urlaub im Bayerischen Wald und möchte mit den Kindern auch möglichst viel unternehmen. Aber besonders die möglichen Urlaubsaktivitäten belasten dabei die Familienfinanzen zusätzlich. Umfangreichere Freizeitaktivitäten sind daher in der Urlaubskasse nicht eingeplant. Wieder nur ein Urlaub ohne besondere Attraktionen? Vor allem die Kinder sind davon nicht begeistert. Aber da hat Vater Baumann die Aktivcard Bayerischer Wald entdeckt. Damit kann die Familie ein vielfältiges Angebot von mehr als 100 Attraktionen kostenfrei nutzen und dadurch bis zu 1.300 Euro pro Person an Eintrittsgeldern sparen. Auch die Fahrten mit regionalen Bussen und Nahverkehrsbahnen sind in vielen Orten im Bayerischen Wald inkludiert. Die Baumanns brauchen bei den Leistungspartnern der Aktivcard Bayerischer Wald an der Kasse keine Tickets kaufen, sondern erhalten freien Eintritt in Schwimmbäder und Erlebnisparks, zu Rodelbahnen und Skiliften, in Museen und Ausstellungen und vielen weiteren Angeboten. Im Sommer besuchen sie den Waldwipfelweg ebenso gratis wie den Bayernpark. Im Winter zahlen sie keinen Cent für das Ausleihen von Alpinski, Langlaufski und Schneeschuhen. Auch die Nutzung vieler Skilifte ist kostenlos. Das Weißwurst-Diplom ist immer ein Spaß für die ganze Familie. Mit einem E-Auto oder einem E-Bike ist die Familie umweltfreundlich mobil. Die Urlaubskasse bleibt geschont und die ganze Familie freut sich auf ihren Urlaub im Bayerischen Wald. Die Aktivcard Bayerischer Wald erhalten Urlaubsgäste durch die Buchung bei Aktivcard-Gastgebern. Familien profitieren davon ebenso wie Senioren oder Alleinreisende. Fragen Sie bei Ihrer Buchung nach der Aktivcard Bayerischer Wald.